knows my name now. It's something, but it still feels strange. Like looking in the mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like our lives have changed. Maybe when I'm older it will all come down, but it's killing me now. What if you had it all with nobody to call? Maybe then you know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening. And that's just so, so lonely. I'm so lonely. And everybody saw me sick, and I feel like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. 'Cause I've had everything, but no one's listening. And they're just so, so lonely. I'm so lonely. Eine Sportskanone. Allein schon der Atmer, bevor es losging. Und jetzt. Ne, stimmemäßig war auch echt direkt Ansage, ne? Direkt Ansage, zack, okay. Hi, wer bist du? Hallo, mein Name ist Luca und ich komme aus Österreich. Alles an diesem Auftritt war irgendwie sportlich, ne? Also allein schon dieses am Anfang, dann kam dieses super softe und du aber halt nicht so reingesneakt, sondern direkt, ne, den Ton genagelt und mit vollem Mut reingegangen. Und der Siegesjubel am Schluss war auch aus wie auf dem Feld. Deswegen war es echt eine sportliche Leistung, die du hier gemacht hast. Also Luca, ich finde, das ist ein super, super schwerer Song. Und du hast sozusagen mit und für den Song gekämpft. Mein Moment, in dem ich mich umdrehen musste, war eine kleine Stelle, wo deine Stimme gekratzt hat und wo du so abgebrochen bist und ich sozusagen eine Farbe des Himmels gesehen habe und dachte, Halleluja! Jetzt muss ich drücken. Luca, du bist mein kleiner Rotdiamant. Ich würde dich gerne schleifen, denn du hast eine tolle, 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 unfassbar schöne Stimme, Farbe. Und ich bin ganz verliebt in diese Farbe, die ich denn dann sehr gerne in mein Team hätte. Deswegen würde ich gerne, dass die anderen einfach gar nicht irgendwie groß was sagen. Gerne auch du nicht, Wincent. Ich habe noch gar nichts gesagt. Und ich komme gleich dazu. Das sollte auch gerne so bleiben. Einfach, nee, das bleibt Luca, nicht so. Der darf sich einfach für mein Team entscheiden. Fertig, oder? Komm, wir machen es schnell. Wir machen es wie ein Pflaster für die anderen. Fertig, easy, kein Problem. Luca, auch wenn Lena das nicht will, ich möchte trotzdem was sagen. Erstmal herzlich willkommen, dass du hergekommen bist. Du erinnerst mich so ein bisschen an mich. Ich wollte gerade sagen, früher, aber eigentlich laufe ich heutzutage noch genauso rum wie du jetzt. Ich habe immer Oversize-Hoodies an und fühle mich damit super wohl. Und ich sehe da jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein relativ enges Muskelshirt. Durfte ich nicht. Wer hat dir das denn verboten, kleiner Vincent? Möchtest du aus dem Spieleparadies abgeholt werden? Das durftest du nicht? Nein. Warum denn nicht? Ja, weil wer hat dir das verboten? Egal, hör dich auf, Lena. Was hörst du noch so für Musik? Pop einfach. Popmusik eigentlich, ja. Pop eher so deutsch oder eher so englisch? Englisch auf jeden Fall. Englisch. Wow. Ja. Schlecht. Wincent Weiss singt ja deutsch, ne? Luca, hast du denn schon eine Idee gehabt, bevor du gekommen bist? Also ich hatte eine Tendenz. Mhm. Und ist das immer noch die gleiche geblieben? Also zwei, zu denen ich gehen wollte, haben sich beide umgedreht. Alvaro, du warst also von Anfang an raus. Ja. Nein, Alvaro ist eh ein geiler Typ. Ja, klar. Hey. Oh, komm her. Du bist ein geiler Typ. Mega gemacht. Okay. Also, Luca, dann bitte erlöse uns. Ich mach's kurz, ich gehe zu Wincent. Perfekt. Herzlich willkommen im Team. Danke. Einen großen Applaus bitte für Luca. Danke. Im Team Wincent. Tschüss. Vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Ciao, ciao.